Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das in den letzten Tagen und Wochen eskaliert ist. Bonn, am vorletzten Wochenende, radikal-islamische Islamisten greifen Polizisten an. Sie hatten sich von Mohammed-Karikaturen provoziert gefühlt, mit denen die Mitglieder der rechtsextremen Partei Pro-NRW demonstrierten. 29 Polizisten wurden verletzt, zwei von ihnen durch die Messerattacke schwer. Was ist das für eine Bewegung? Wie sollen wir damit umgehen? Das ist unser Thema heute mit dem Titel Die Salafisten kommen. Gehört dieser Islam zu Deutschland? Meine Gäste heute Abend sind Wolfgang Bosbach, der CDU-Innenexperte, warnt davor und kämpft dagegen, dass Salafisten hier einen Gottesstaat errichten. Hassan Dabak, der Imam von Sachsen, wie er sich selbst nennt, wehrt sich und fordert Gleichberechtigung für seine Art, den muslimischen Glauben zu praktizieren. Michel Friedmann warnt vor Salafisten, hält die Panik eines Religionskrieges in Deutschland aber für überzogen. Christiane Backer, die Moderatorin, konvertierte zum Islam und ist sich sicher, von der Religion an sich geht keine Gefahr aus. Renan Demirkan, Schauspielerin, Autorin, sie verurteilt religiöse Extremisten und stellt trotz aller Konflikte fest, der Islam gehört natürlich zu Deutschland. Der Spiegeljournalist und Katholik Matthias Matusek entgegnet: Nein, das tut er nicht. Das ist ein weites Feld, was wir heute besprechen wollen. Frau Backer, am Anfang, weil wir es vielleicht nachher dann nicht mehr schaffen, ein Wort zu diesen Mohammed-Karikaturen. Sie sind eine konvertierte Muslima seit 1995. Würde Sie das auch verletzen, wenn da einer auf der Straße eine solche Karikatur hochhält? Selbstverständlich verletzen mich diese Mohammed-Karikaturen. Sie müssen verstehen, als Muslim liebt man Mohammed mehr als jeden anderen Menschen. Mhm. Mohammed ist für uns jetzt, wie für die Muslime vor 1400 Jahren, unser Vorbild. Mhm. Wir lieben Mohammed. Mohammed ist eine Barmherzigkeit für die gesamte, für alle Schöpfung. Nicht mal nur für alle Menschen aller Welten und aller Zeiten. Und diese ich wünsche mir wirklich in diesem Rechtsstaat Deutschland, dass Muslime geschützt werden vor diesen Beleidigungen. Michel Friedmann hat schon den Finger gehoben. Warum? Also ich finde es nachvollziehbar, dass gläubige Menschen Symbole oder gottesähnliche Personen so hochhalten, dass sie sagen, schützt diese Person oder diese Symbole. Aber in einer freien Gesellschaft müssen beispielsweise Christen auch ertragen, dass es Karikaturen über Juden gibt. Es ist eben eine Auseinandersetzung, auch in einer Gesellschaft, die sich fragt, gibt es ein religionsfreies Leben auch oder gibt es nur ein Leben in Religion? Die Aufklärung ermöglicht bis zu einem gewissen Grad, dass das stattfindet. Und bei aller Betroffenheit, und da ist die Grenze, egal wie man betroffen, auch beleidigt, sich fühlt, es ist keine Legitimation, Gewalt auszuüben, mit Steinen oder sonstigen Polizisten anzugreifen. Da gibt es kein Wenn und Aber für mich. Das ist richtig. Das glaube ich. Das würde ich gerne, Herr Dabach. Der 25-Jährige, der die beiden Polizisten mit einem Messer verletzt hat, Herr Dabach, hat gesagt, die Polizei muss die Karikaturen verbieten. Wenn sie das nicht tut, dann darf er die Vertreter dieses Staates eben bestrafen. Woher nehmen denn Salafisten das Recht, das Gesetz hier selbst in die Hand zu nehmen? Erstmal von am Anfang muss man etwas erklären, was Salafismus das bedeutet. Das machen wir gleich. Erst die Aber, Frage, bitte beantworten. Entschuldigung, lassen Sie mich. Nee, wir machen das wirklich. Wir haben auch einen kurzen Einspieler vorbereitet, damit wir unsere Zuschauer tatsächlich noch mal ein bisschen aufklären. Aber die Frage ist ganz klar. Woher das Recht sich nehmen, das Gesetz erstmal, selbst in die Hand zu nehmen? Erstmal, Gewalt ist nicht zu rechtfertigen. Und wir sind gegen jede Art von Gewalt. Und Gewalt gegen Polizisten ist etwas, was falsch ist. Unsere Religion verbietet sowas. Religion, der Islam, sagt uns, dass wir in Deutschland friedlich leben können. Und wenn jemand kritische Punkte auch, dann kann er zu uns kommen und wir können diskutieren. Wort gegen Wort. Also dieser 25-Jährige hat falsch gehandelt und es ist richtig, ihn zu bestrafen. Aber die Frage ist, wie können wir das in Zukunft, wie können wir das präventieren, wie können wir Präventionarbeit leisten, dass solche junge Leute nicht sowas machen. Und das ist nicht nur beim Islam. Gewalt ist nicht nur bei Muslimen. Das ist nicht etwas, was mit der Religion zu tun hat, sondern Gewalt ist heute ein Problem bei der Jugendlichen. Über die der muslimischen Jugendlichen, die jetzt auf die Straße gehen, wollen wir ja reden. Das ist ja mit ein Grund, warum wir die Sendung machen. Ich würde gerne Herrn Bosbach vorher noch fragen, es wurde ja vor diesen Demonstrationen, ich meine, das sind ein paar versprengte Rechtsradikale, die wissen genau, sie drücken auf einen Knopf und es gibt eine solche Reaktion. Da gab es im Vorfeld einen, der sich gewünscht hat, könnte man das nicht verbieten. Die Gerichte in Deutschland haben gesagt, nein. War das auch gut so?
Ja, das war gut so, zumal die Karikaturen ja unter anderem von vielen deutschen Medien gezeigt worden sind, als der Karikaturist selber bedroht wurde. Mhm. Dann war es ein Ausdruck der Solidarität, um für Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit zu kämpfen. Aber pro NRW hat ja die Karikaturen nicht gezeigt, als um einen gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen, sondern natürlich zur Provokation. Aber das muss unsere Rechtsordnung aushalten. Wer will eigentlich entscheiden, wer was zeigen darf? Die Grenze ist die Rechtsordnung, also ist die Frage, ist hier eine strafrechtliche Relevanz gegeben gewesen? Die Gerichte haben gesagt, nein, dann muss das eine Demokratie aushalten, auch Provokation. Das Tragische ist nur, dass dann Polizisten zwischen die Fronten geraten und dabei schwerst verletzt worden sind. Oder denken Sie, das grenzt eventuell schon an Volksverhetzung? Auch darüber, das ist ein Straftatbestand, wenn eine Strafanzeige erstattet, haben darüber nach der deutschen Rechtsordnung, nicht nach der Scharia, nach der deutschen Rechtsordnung die Ermittler und die Strafbehörden zu entscheiden. Und die Strafbehörden haben in diesem Fall gesagt, nein, deswegen wurde das ja erlaubt. Matthias Matuszek. Das kürzlich in einer Talkshow, Frau Marchberger, da saß mir einer gegenüber, und sage ich auch zu Ihnen, Frau Backer, der hat die Religion des Christentums und Katholizismus ungefähr in einem 5-Minuten-Rap als Dreck, als Rotz, als sozusagen das Hinterletzte bezeichnet. Wenn mir das bei Ihnen passiert wäre, wo die Salafisten am Drücker sind, dann wäre ich noch im Studio weggeführt worden. Aber wir haben hier tatsächlich das Toleranzgebot und eine der, wie soll ich sagen, der Schwerpunkte und der Hauptthemen von Papst Benedikt ist Vernunft und Glaube. Beides muss da sein. Der Glaube ohne Vernunft artet aus in Intoleranz und das dürfen wir nicht, das kann ein Glaube auch nicht aushalten. Umgekehrt braucht natürlich auch die Vernunft den Glauben oder die Idee einer höheren Wahrheit, sonst wird sie toll, sonst flippt sie aus. Beides muss möglich sein, aber auf alle Fälle ist Gewalt natürlich ein absolutes Tabu und da gibt es eine große Schlagseite. Es muss möglich sein, wenn wir schon so generell sind, dass es ein Leben ohne religiösen Glauben gibt und dass Menschen sich dabei so aufgehoben fühlen wie Menschen, die sagen, mein Strohhalm des Sinns ist der Glaube. Das ist sozusagen doch keiner, auch ein interessanter Punkt. Wir haben aber versprochen, wir wollen tatsächlich auch in dieser Sendung uns mal damit beschäftigen, was eigentlich diese relativ kleine Gruppierung im Islam will und wie wir mit ihr umgehen sollen. Was also sind die Salafisten? Wer sind die Salafisten, die seit kurzem mit ihrer Ankündigung, den Koran millionenfach in Deutschland zu verteilen, für Aufsehen sorgen? Salafisten stehen für eine radikale Rückbesinnung auf den Koran und orientieren sich an der Lebensweise zu Zeiten des Propheten Mohammed. Deutsche Verfassungsschützer warnen vor den Zielen der Salafisten. Die Scharia soll als einzig legitimes Gesetz gelten. In letzter Konsequenz soll ein islamischer Gottesstaat errichtet werden, in dem wesentliche in Deutschland garantierte Grundrechte keine Geltung haben sollen. Dazu gehören zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Salafisten wollen missionieren, manche von ihnen heißt es auch mit Gewalt. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zitiert Ibrahim Abu Naji, einen der Wortführer der Salafisten. Christen, Juden kommen in die Hölle, wenn sie den Islam nicht annehmen. Herr Dabak, was bedeutet Salafismus für Sie? Wie leben Sie das im Alltag? Erstmal, ich bin ein Muslim und meine Religion ist der Islam. Salafismus ist eine Sache, die rein religiöses, terminologisches Wort ist. Aber leider, das wird heute von Geheimdiensten oder von Staatsschützern oder von sogenannten Medienvertretern missbraucht, damit man ein Feindbild Islam in diesem Land schafft und damit man die Muslime über einen Kamm schert. Aber das habe ich ja gerade nicht gefragt. Mich würde interessieren, wie leben Sie es denn konkret? Wo ist der Unterschied zwischen Ihrer Auslegung des Islam und der von vielen anderen? Lassen Sie mich ausreden, weil die Sache so ist. Ich stehe hier nicht als Salafist, was die Verfassungsschützer sagen. Ich stehe hier als Muslim und ich akzeptiere nur das Wort Islam als Muslim. Aber was bedeutet Salafismus, kann ich Ihnen sagen. Es gibt kein Wort. Sind Sie Salafist? Nein.
So wie die Verfassungsschützer erklären. Sind Sie nach Ihrem eigenen Nein, ich bin ein Moslem. Ich bin ein Moslem. Ist für Sie der Koran höherwertig als das Grundgesetz? Das ist dieser Totschlag. Gibt es ein, Sie haben sich von einer Frau hier nicht... Es sind ja viele Fragen, aber das ist ja... Was ist mit der Gleichberechtigung? Lassen Sie mich ausreden. Ja, wenn Sie mir die Fragen konkret beantworten. Schauen Sie mal, wenn wir krank sind, dann gehen wir zum Arzt. Und wenn wir ein Problem mit Strom haben, gehen wir zur Elektriker. Und wenn wir Brot kaufen wollen, gehen wir zum Bäcker. Ich habe konkrete Fragen gestellt. Und wenn man über Islam fragt, dann sollte man auch muslimische Gelehrten fragen und sie können ihnen das erzählen. Wir haben in Deutschland eine Basis, dass man den Islam nicht versteht und dass man nicht auch verstehen will, weil man subjektiv geworden ist deswegen und nicht bin ich neugierig. Aber antworten Sie doch nur kurz die Frage. Okay. Ja, ich also ich sortiere es nochmal. Also die Fragen... Herr Dabak, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Nein, die Fragen aber geben Sie mir... Herr Dabak, also vielleicht... Können wir die meinige Frage mit der von Michel Friedmann zusammenfassen? Im Ergebnis geht es ja wirklich um einen sehr konkreten Punkt. Richtig. Nämlich ist die Religion und die Gesetze der Religion über denen des Staates stehend. Also achten Sie die Scharia beispielsweise mehr als das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik. Erstmal, was bedeutet Salafismus? Salafismus ist der Weg aller Propheten, in dem sie die Beschreibung der Religion, die authentisch ist, praktiziert haben. Okay, und ist die über dem Gesetz oder nicht? Im Islam müssen wir unsere Religion authentisch praktizieren. Und das ist von unseren Propheten, von allen Propheten, die vor ihm waren, was er von der einzigen Gott Allah bekommen hat. Und wir haben Überlieferungen über drei Generationen. Und diese Authentizität mit den Rechtsschulen, mit den Rechtgelehrten, diese Leute heißen Salaf-Vorfahren. Und weil wir Überlieferungsketten in der Religion haben, das ist diese reine religiöse Sache. Aber da muss ich doch mal nackt ausziehen. Herr Matuschek, darf ich auf die Frage... Pop-Down. Erinnern Sie sich an Pop-Down. Auf jeden Fall, die Sache ist so... Die Gesetze des Korans, des Islams über den... Der Islam sagt uns, dass wir, wenn wir in einem Land wie zum Beispiel Deutschland leben und wir sind eine Minderheit, dass wir uns an die hiesige Ordnung ordnen müssen und dass wir nicht Chaoten werden. Und deshalb, wir halten uns an die Gesetze in diesem Land und wir sind Muslime. Das bedeutet, diese Scharia und Grundgesetz, das ist nicht das. Aber Messerstiche sind Chaotik. Und das habe ich wenn wir uns nackt ausziehen müssen, um in ein Flugzeug zu steigen, hat das doch nichts mit ihrer Überzeugung zu tun. Es geht doch darum, dass von einem... Stopp. Ganz kurz. Erst einmal, Islam, eine Gesellschaft, zur Geißel genommen wird. Nein, die Frage geht jetzt in den Terrorismus. Das ist sehr legitim. Das müssen wir auch klären. Die Gewaltbereitschaft dieser salafistischen, dieser islamischen Strömung. Aber ich würde gerne erst einmal, wenn Sie das gestatten, bevor wir auf den Terrorismus kommen, Herrn Bosbach fragen. Diese Einschätzung, die der Verfassungsschutz getroffen hat, also die Scharia steht in der Praktizierung über dem Grundgesetz. Wie kommen die denn darauf? Sie sind ja Innenexperte, Sie sind im Innenausschuss. Gibt es dafür Nachweise? Durch die Aussagen der Salafisten selber. Sie werden in solchen Sendungen wie hier nie etwas anderes hören als das, was gerade gesagt worden ist. Wenn man sich einmal die Internetauftritte ansieht, wenn man mal in das hineinhört, was in den Moscheen gesagt wird, auch wie insbesondere junge Muslime angesprochen werden, dann ist das ein ganz anderes Bild. Es gibt allerdings auch im Salafismus unterschiedliche Strömungen. Ich gehe noch nicht mal so weit zu sagen, jeder Salafist ist ein Terrorist, aber die allermeisten Terroristen, darüber gibt es ja auch gerichtsfest erhobene Beweise, hatten einmal Kontakt zu salafistischen Strömungen und haben sich dort radikalisiert. Das heißt also, das ist eine Erkenntnis, die einfach die Behörden, die das beobachten, haben. Das heißt, das trifft im Prinzip auch auf Sie ja zu, dass Sie werden ja auch beobachtet. Das heißt, da gibt es etwas, was unter der Oberfläche läuft, was wir einfach gar nicht sehen. Und auch nicht zu hören bekommen. Wenn man mit dieser These kommt, nicht alle Salafisten sind Terroristen oder die meisten, die haben Kontakt zu Salafisten, dann habe ich auch eine These. Nicht alle Politiker sind Lügner, aber die meisten Lügner sind Politiker. Aber auf die Sache ist so. Meinen Sie das ernst? Ich meine das ernst. Als Diskussionsbeitrag ist das interessant. Es 2400
400 Attentate seit 2005 bis 2011. Europol hat eine Studie und Statistik. 2400 ungefähr Attentate in diesen 6-7 Jahren. Wie viel waren die Muslime? Sie meinen wie jetzt viel Attentate Taten? Weltweit, egal aus welcher Europa, Richtung. Europa. Aber wir bleiben bei Europa. Uns interessieren. Nein, das interessiert uns, weil diese Aussage, das ist ein Totschlagargument, damit man diese Leute zeigt, die sind die Gefährlichen, die Salafisten. Ja. Haben Sie von mir oder habe ich als Prediger sowas verlangt, habe ich die Leute dazu aufgerufen, ich rufe immer zu Frieden, zur Vernunft und ich bin gegen Gewalt. Aber und wir, diese wir Sache, lieber, sagen, das Verfassungsschutz mich gesagt, beobachtet, damit Sie wissen, das Gericht hat jetzt eine Entscheidung getroffen. Ich habe den Verfassungsschutz angeklagt. Und das Gericht hat jetzt entschieden, dass das alles abgeändert werden muss. Ja. Weil die ganze Sache ist, der sagt so und der sagt so. Ich kann nicht Herrn Bosbach verantwortlich machen für die Aussagen von Seehofer. Es gibt Gleichberechtigung im Islam und die Frau hat mehr Rechte, als was sie in einer anderen Religion hat. Das will ich denn nochmal mit Ihnen konkretisieren. Sie lassen sich von Frauen nicht schminken. Warum nicht? Das stimmt nicht. Ich habe das nicht gesagt. Sie will mich überhaupt nicht schminken, weil ich Allergie habe. Nein, also, Sie waren da drin. Und wirklich, ich habe nie gesagt. Aber es genügt auch, wenn Sie sich schminken. Wir möchten eins nach dem anderen klären. Erst einmal möchte ich gerne Renan Demirkan, die noch gar nichts gesagt hat, in die Diskussion mit einbeziehen. Und zwar deshalb, weil es ja auch Leute gibt, die sagen, das ist so eine kleine Gruppe, die Salafisten. Was lasst ihr euch denn so kirre machen? Ignoriert die doch. Meinen Sie, man kann das Phänomen an sich ignorieren? Nein, das nicht. Und ich bin sehr überrascht über mich selbst, weil ich seltsam aufgeregt bin. Ich war noch nie in einer Sendung so aufgeregt, bin tief berührt. Mir klopft regelrecht das Herz, weil es ist eigentlich so eine Doppelzüngigkeit hier. Sie beiden sind eigentlich zwei Seiten ein und derselben Medaille. Sie sagen, der Islam gehört nicht zu Europa. Hier sitzt eine gebürtige Moslem, die ist seit 50 Jahren in Europa. Das macht mich zu einem Messerstecher? Nein, Moment, langsam. Moment. Habe ich gesagt, Sie sind Messer. Wir sind zwei Seiten einer Medaille. Er ist in einer terrorverdächtigen Organisation. Von welcher Medaille? Sie haben noch gar nicht. Sie lassen mich gar nicht. Sie polemisieren, wissen Sie? Und ich habe dazu. Sie haben mich gerade angegriffen. Ich habe Sie gar nicht. Wenn Sie den Satz zu Ende hören, dann wissen wir vielleicht, wo der Angriff ist. Wenn ich die andere Seite seiner Medaille bin, ist das ein massiver Eingriff. Einer Medaille habe ich gesagt. Und zwar der Religionen an sich, von totalitären Gedankenbildern. Ich habe gesagt. Ich bin gebürtige Moslem übrigens, weil mein Vater ist Moslem, ich bin in der Türkei geboren, mein Opa war ein Hadji. Ich habe mit 5 Jahren den Koran lernen und lesen müssen. Also das Alham und Kulhallah und das kann ich alles. Ich muss das nicht herbeten, als wäre das etwas Besonderes. Im Islam sind insbesondere, so wie ich den Islam kennengelernt habe, das A und O der Mensch gewesen und ist es von den Leuten, die ich kenne bislang auch. Ich habe die Liebe von Moslems gelernt. Das Handeln von den Christen und das Denken von den Juden, das kann ich euch alles katalogisieren. Aber was hier passiert ist, dass hier zwei totalitäre Systeme, also hermetisch abgeriegelte Gedanken, der eine sagt, aus seiner Weltsicht begründet das auch noch historisch und sagt, hier hat es nie den Islam gegeben, der gehört nicht zu Deutschland und schon gar nicht zu Europa. Und hier sitzt einer und der sagt, der Islam ist die einzig wahre Religion. So, pass auf. Und ich bin jemand, der tief gläubig ist, aber eben nicht religiös, weil die Religionen immer nur ein Teil, ein Bruchteil des Gottes sind, von dem wir alle abhängig sind und von dem wir geboren werden. So, liebe Rena, die Merkel, wie jetzt können muss ich Sie an mich, Punkt Ihnen nein, jetzt kurz, bin ich noch nicht fertig. Hm? Wie können Sie mich von diesem Leben als Kulturwesen in diesem Europa abgrenzen und wie können Sie mich aus einem dualen System von Mann und Frau? Und ich weiß, dass der Islam nicht die Gleichberechtigung zulässt. Das weiß ich. Wie können Sie mich als Frau aus dem, was das Leben überhaupt möglich macht, heraus extrahieren? Ich will damit signifikant eins deutlich machen, dass Religionen, jegliche Form, und genauso die mit dem Hakenkreuz genauso, das ist eine Ideologie,
alles, was hermetisch ein Weltbild daherplaudert, ja, und glaubt, das ist die einzige Wahrheit, scheitert darin und lebt in der Finsternis, dann brauchen wir überhaupt nicht mehr miteinander reden. Weil ihr macht nur eins. Im Moment jetzt dämonisiert ihr wieder den Islam. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Jetzt muss ich die Gelegenheit haben, das kurz gerade zu stellen. Sie tun mir einen Gefallen, Herr Matusek, kurz, weil wir nämlich diesen Aspekt tatsächlich, den Sie vor allem betrifft, wir wollen auch dann noch wieder ganz bei den Salafisten sein und kommen dann zum Hauptteil der Diskussion. Weil ist die meine Bemerkung, dass der Islam nicht nach Deutschland gehört, ist eine geschichtliche Tatsache. Das hat nichts mit totalitärem Denken zu tun. Ja. Wenn wir deutsche Geschichte zurückgehen, wenn wir als unseren Gründungsmythos, meinetwegen die Schlacht gegen Varus nehmen, Arminius, ja, 2000 Jahre. Der Islam kommt in Deutschland vielleicht seit 50 Jahren vor. Das ist alles. Es ist einfach geschichtlich Unsinn. Okay, aber die Religion, habe ich vorhin erklärt, wie ich sie verstehe. Vernunft und Glaube. Vernunft. Und die Tatsache, dass wir heute Abend... Das ist der Islam, Vernunft und Glaube. Ja, ich sehe nur immer, dass ich mich nackig ausziehen muss, wenn ich mal fliegen muss, weil ich nach Waffen abgeklopft werden muss. Aber nicht wegen dem Katholizismus, sondern wegen dem Islam. So, stopp. Weil der Terrorismus eine islamische Angelegenheit ist. Wir wollen eine entsetzliche Polemik. Ich bin gerade am Münchner Flughafen bis auf T-Shirt und Hose nackig gemacht worden. Hören Sie auf mit solchen Provokationen. Der einzige Punkt, den wir hier tatsächlich besprechen müssen, und deshalb sitzen wir hier und reden über im Moment gerade, mit Verlaub, die Radikalen in der muslimischen Gemeinde, also Salafisten, weil die Frage nicht geklärt ist, wo ist der Zusammenhang zwischen eben dieser Strömung und der Gewalt, auch der terroristischen Gewalt. Wir machen es einmal, Sie verzeihen mir das, am Beispiel Hassan Dabbagh, weil wir gerade angefangen haben, darüber zu reden. Wo ist der Zusammenhang zwischen der Gewalt und dem, was die Lehre ist, die er auch predigt. Hassan Dabbagh, der gebürtige Syrer, nennt sich Imam von Sachsen und gründete 1998 die Al-Rahman-Moschee in Leipzig, nach eigenen Angaben dort die größte Gemeinde für Muslime. Wir verfolgen keinerlei politische Ziele, verkündet die Moschee auf ihrer Internetseite. Ihr Ziel sei es nicht, gewaltverherrlichende Aussagen zu verbreiten. Wir verabscheuen jede Art von Gewaltakten auf Zivilisten und Unschuldige, ob Muslime oder Nicht-Muslime. Trotzdem hat der sächsische Verfassungsschutz die Leipziger Muslime im Auge. Die Al-Rahman-Moschee ist ein wesentlicher Bestandteil der gesamten salafistischen Szene in Deutschland. Es bestehen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Hassan Dabbagh in ein salafistisches Netzwerk um verschiedene Prediger und Gelehrte als ein herausragender Vertreter mit eingebunden ist. Aus religiösen Schriften, die bis 2009 im Internet veröffentlicht wurden, ergeben sich tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht, dass die Al-Rahman-Moschee verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt. Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen, 14. Mai 2012. So, die wirklich wichtige Frage ist ja der Bug. Wo ist die Verbindung zwischen einer Glaubensrichtung, und sei sie noch so radikal, und dem, was daraus an Gewalt gemacht wird? Der Vorwurf, der an Sie gerichtet wird, auch von den Behörden, die Sie beobachten, ist tatsächlich, er sagt in der Öffentlichkeit eines, aber seine Anhänger tun etwas anderes. Und sie radikalisieren sich, und das, was Herr Bosbach zitiert hat, ist ja ein Fakt, also von den in Deutschland gefassten Terroristen gab es eben nach dem Satz, nicht jeder Salafist ist ein Terrorist, aber jeder, der gefasst wurde, hatte seine Wurzeln. Also wie ist Ihr Verhältnis zur Gewalt? Das ist kein Fakt. Ich verabscheue Gewalt und ich distanziere mich von Gewalt, und das habe ich und das sage ich seit Jahren. So. Und wenn der Verfassungsschutz mich beobachtet, seit vielen Jahren, und da hat man nichts bis heute gefunden. Und übrigens habe ich Ihnen gesagt, das Ganze muss abgeändert werden vom Verfassungsschutzbericht. Und zweitens, damit Sie wissen, diese Methode ist nur, damit man den Islam und die Muslime, die ihre Religion praktizieren wollen, damit man sie an eine Ecke drängt, diese Leute ideologisch sind, damit man die Leute bei Religionsausübung beobachten darf. Gut, dann wollen wir doch mal einmal konkret sagen, Herr Dabbagh, Die Leute, die elf Türken getötet haben, die waren auch kein Muslim. Reden wir über eines.
weiter Ihre Medaille, also auch zum Totalitarismus. Reden wir einmal über Totalitarismus. Wieso machen wir es denn nicht konkret? Das ist die Unverschämtheit. Sie reden nicht subjektiv, Sie reden objektiv. Sie sehen die Sache, die sehen immer subjektiv. Die sehen das nicht objektiv. Sie wollen nicht, wenn wir Ihnen auch erklären, wir sind gegen Gewalt, dann sagt man ja. Nein, die verstecken was. Also, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Herr Matusek, das wissen wir, sonst wären Sie jetzt auch nicht hier. Herr Dabak hat aber an sich als Person auch nicht jemand umgebracht. Der Vorwurf ist ja der, dass zum Beispiel aus der Sauerland-Gruppe, das sind die jungen Männer, die gefasst worden sind, die eine Bombe gebastelt haben, die sie zur Explosion bringen wollten. Die haben einen salafistischen Hintergrund. Darum geht es eben. Und um die Frage, ist diese Interpretation der Lehre dazu geeignet, eben die Gewalt nach vorne zu treiben? Nur darum geht es. Frau Maischberger, wenn ein Professor 10 Schüler hat, ja, und dieser Professor, der bringt seinen Schülern bei, dass er für Frieden ist, aber 2 oder 3 Schüler, die werden kriminell. Sagt man, der Professor ist schlecht und die Lehre ist schlecht? Also, oder sagt man, diese Leute... Wenn Sie sich auf den Professor berufen, dann müssen Sie aufhören mit dieser Hetze, Benzin ins Feuer zu gießen. Sie haben von einigen, die nur Populisten werden möchten, und trotzdem verlieren sie am Ende. Ich war letzte Woche auf einer Demonstration für einen in Teheran inhaftierten Pastor, der konvertiert ist zum Christentum. Der sitzt in der Todeszelle. Und das versteht, das meine ich. Der sitzt in der Todeszelle. Pro Jahr werden 150.000 Christen, meistens in islamischen Ländern, umgebracht, weil sie ihren Glauben praktizieren wollen. So, wir reden aber über Deutschland. Nein, wir reden über Deutschland. Wir sind jetzt mal. Ich möchte jetzt gerne. Ich würde gerne zu diesem Gewalt, zu der Gewaltfrage. Das ist der Punkt. Können wir uns darauf einigen, dass jemand, der gewalttätig ist, der Gewalt ausübt, egal welche Hautfarbe, welcher Religion und welcher anderen Zugehörigkeit, politischen Zugehörigkeit. Kann man. Wenn jemand Gewalt ausübt, so ist er ein Gewalttäter und wird ein Krimineller, ist ein Krimineller. Ja. Können wir das sagen? Ja. Und dann ist es doch vollkommen egal. Das ist eine Frage der geistigen Brandstiftung. Also das ist eine Argumentation, die wir beim Rechtsextremismus nie durchgehen lassen würden. Nie. Wenn ein Professor missverständliche Botschaften in einer aufgeladen, radikalisierten Stimmung auch noch religiös begründbar werden lässt, dann stellt sich die Frage, gibt es geistige Brandstiftung, die junge Leute radikalisiert und ihnen den Eindruck vermittelt, sie haben eine Legitimation, diese Gewalt auszuüben. Und dann wird der Anstifter genauso ein Verbrecher wie der junge Mensch, den er geführt hat. Und es steht natürlich im Koran. Die Sure 9,5 legitimiert den Mord an Ungläubigen. Hebräer 10, 28, was steht bei Ihnen? Und das ist Gottes Wort. Ihr seid zu schnell. Sie sind beide zu schnell. Ich darf ganz kurz noch mal darum bitten, bei dem Punkt zu bleiben. Sie sind zu schnell, Herr Matusek, wie immer. Ich möchte gerne, weil das in der Tat schwer zu klären ist, wir haben den Verfassungsschutz angerufen, wir haben eben die Einschätzung gehört. Wir haben mit Experten gesprochen, die in der Salafisten-Szene sich auskennen, die sagen, es gibt in der Tat, gehören Sie auch, so wie der Verfassungsschutz das sagt, zu diesem Netzwerk. Man würde bei Ihnen feststellen, dass Sie in den letzten Jahren und auch mit der Koranverteilung, mit der kostenlosen, nicht mehr übereinstimmen und offensichtlich der letzte sind, der noch Einfluss auf diese jungen Männer hat. Wir wollen es gerne noch einmal objektivieren und haben deshalb gefragt, beziehungsweise fragen jetzt den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslimen in Deutschland, Ayman Maizek. Er ist uns zugeschaltet, weil es in der Tat kompliziert ist für Außenstehende und dazu zählt der größere Teil der deutschen Bevölkerung herauszufinden, wie groß ist diese Strömung der Salafisten in Deutschland, welche Rolle spielt die Gruppe, wie ernst müssen wir sie nehmen? Herr Maizek, können Sie schön, dass Sie da sind. Können Sie uns da helfen? Wie einflussreich ist die salafistische Strömung bei den Muslimen in Deutschland? Sie spielen in der Tat eine kleine Rolle und sie werden durch die mediale Darstellung zurzeit natürlich gehypt und man hat den Eindruck, ich höre hier ein Echo, es wäre gut, wenn man es vielleicht ein bisschen abschalten kann, das Echo. Ja, so vielen Dank. Okay. Also nochmal, Sie spielen eine marginale, eine kleine Rolle und durch die mediale Inszenierung, natürlich auch durch die Inszenierung der Gruppe selber, erfährt sie natürlich momentan eine große Verbreitung. Also vielleicht ein paar Zahlen.
um das zu sagen. Wir haben über 2000 Moscheegemeinden. Mhm. Von den Extremisten haben noch nicht mal ein Dutzend davon Moscheegemeinden. Das heißt, der große, große Teil kann sich und identifiziert sich nicht mit solchen extremen Vorstellungen und hat auch in den letzten Jahren ihre Erfahrungen gemacht. Beispielsweise, dass solche Prediger versucht haben, in den Moscheen Fuß zu fassen. Und man hat dort ganz klar gesagt, alles, was in Richtung geht, auch Hassbotschaften oder auch die Darstellung beispielsweise, wo ein Dualismus da entsteht, wir die Guten, dort die Bösen. Es ist ja auch letztendlich eine Reaktion auf wiederum die Muslime hier in Deutschland erleben, Diskriminierung und Hass. Und wenn man dann wieder mit Hass zurückschlägt, dann hat man A, gegen die Grundsätze des Islams verstoßen und B, man hat sich auf die gleiche Stufe jener gestellt, Extremisten, die eben auch Hass gegen Muslime sehen und Rassismus beispielsweise verbreiten. Und das wollen die absolut Friedliebenden und die absolute große Mehrheit in Deutschland der Muslime nicht. Wir haben sehr viele Zuschriften auch bekommen, unter anderem von Muslimen, die sagen, was sie wirklich ärgert, ist, dass jetzt dargestellt wird, sozusagen der Salafismus ist die einzig mögliche konservative Ausrichtung des Korans, also wer wirklich ein konservativ denkender und treu glaubender Muslim ist, der ist gleichzeitig Salafist. Können Sie uns bitte sagen, dass es sowas? Das ist nicht wahr. Ich sage ja, dass wir Zuschriften bekommen haben, die sagen, dass sie sich darüber ärgern, dass es so aussieht, als ob. Gibt es andere Möglichkeiten, auch tatsächlich konservativ gläubig Muslim zu sein, ohne Salafist zu werden? Selbstverständlich. Und das ist eben die meisten praktizierenden Muslime. Die Mehrheit sind Sunniten. Ja. Wir haben höchstens, wenn man eine Unterscheidung vornehmen möchte, sind das praktizierende Muslime und weniger praktizierende Muslime. Und wir haben die eben genannten über 2000 Moscheegemeinden, wo praktizierende Muslime tagtäglich ihr Gebet verrichten, ihre Hajj organisieren und anderes mehr. Und das ist übrigens die Aufgabe der großen islamischen Religionsgemeinschaften, wie zum Beispiel der Zentralrat der Muslime in Deutschland. Das ist ihre vorrangige Aufgabe. Natürlich müssen wir auch Jugendliche mitnehmen. Wir müssen ihnen Antworten geben. Und wir können sie übrigens aus unserem Islam herausholen. Also wenn unser Prophet sagt, derjenige, der gute Moslem ist der, vor dem die Menschen in Sicherheit sind, dann heißt das eben nicht auf die Straße gehen und Steine werfen, sondern es bedeutet eben eine ganz andere Botschaft. Wenn der Koran immerzu von der Barmherzigkeit spricht, die wir den Menschen gegenüber, und nicht nur, ich meine den Muslimen allein, sondern den Menschen, allen Menschen gegenüber angedeihen sollen, wenn wir das wirklich umsetzen und praktizieren, dann stellen wir schnell fest, es gibt bestimmte radikale muslimische Gruppierungen, die sozusagen Hass entwickeln auf den Hass, den sie tagtäglich erleben. Das ist aber die falsche Schlussfolgerung und das ist die falsche Lesart des Islams. Gut, dann müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir umgehen mit dem Phänomen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie eines eben hier klargestellt haben. Vielen herzlichen Dank an Ayman Masjek. Und ich wünsche mir, dass Frau Bakker vielleicht mehr zu Wort kommt. Sie hat jetzt am Anfang auch, was gesagt und direkt ist sie von Herrn Matusek unterbrochen worden. Nein, wir wollten am Anfang tatsächlich über Salafismus reden. Frau Bakker ist eben keine Salafistin, sondern eben eine Muslima, die eine andere Glaubensart praktiziert. Deswegen wollen wir das auch besprechen. Aber die wichtige Frage, vielen Dank, ist erst einmal jetzt auch an Herrn Bosbach. Das Ganze hat ja erst einmal gewaltfrei begonnen, nämlich mit der Verteilung von Koranbüchern. Was ist dagegen einzuwenden, dass jetzt einer dahergeht und sagt, ich verteile jetzt umsonst ein paar Millionen? Das Werben für seine eigene religiöse Überzeugung. Nichts. Die Frage ist, wer tut es mit welchen Motiven? Okay. Und war ja sehr interessant, vorhin am Anfang Ihnen zuzuhören, weil Sie gesagt haben, solange wir in der Minderheit sind, akzeptieren wir die Rechtsordnung. Ich unterstelle jetzt mal, dass das Ihre Auffassung ist, heißt im Umkehrschluss, ich warne euch, wenn wir nicht mehr in der Mehrheit sind, dann sieht das anders aus. Das stimmt nicht. Zweitens, ich beurteile den Islam nicht danach, wie er sich verhält, wenn er in der Minderheit ist. Ich beurteile ihn, wie er sich anderen religiösen Überzeugungen gegenüber verhält, wenn er in der Mehrheit ist oder gar Staatsreligion. Wenn der Islam tatsächlich in all seinen differenzierten Ausprägungen steht, für Friedfertigkeit, für Toleranz, für Barmherzigkeit, warum ist es dann in Saudi-Arabien höchstens unter Lebensgefahr möglich, sich zum Christentum zu bekennen? Warum darf man in diesen Staaten, wo der Islam Staatsreligion ist, nicht eine andere Religion praktizieren?
Das heißt, wenn man sich in der Minderheit befindet, ist man so lange geschmeidig und nutzt auch gerne die Rechtsordnung des Staates aus für die eigenen Zwecke, so für das Werben für die eigene religiöse Überzeugung. Ja. Aber sobald man in der Mehrheit ist, gilt diese Toleranz gegenüber anderen Religionen leider, leider nicht. Darf ich Ihnen ganz kurz dazu erklären? Ja. Früher, zur Zeit der Inquisition, da sind die Menschen, die verfolgt wurden, sind nach Marokko geflohen und sind nach Bosnien in den Balkan geflohen, weil sie in den muslimischen Ländern aufgenommen worden und Sicherheit hatten und in Sicherheit geraten sind. Natürlich, übrigens der Islam ist die einzige Religion, die alle anderen Religionen anerkennt. Das sagt der Koran. Ich als Muslim glaube... Wollen Sie mich jetzt veralbern? Nee, ich sag's Ihnen ganz klar. Kennen Sie die Situation in Saudi-Arabien? Nein, ist das kein islamisches Land? An alle Propheten, aber es geht die vorher nicht, kamen, an alle Bücher. Nochmal. Einmal ausreden und dann bitte. Es geht doch nicht um Ihre religiöse Überzeugung. Wenn das Interesse geht, dann verkaufen wir Panzer an Saudi-Arabien. Aber dann ist das eine Staatsreligion. Nur darum geht es mir. Nicht um Ihre religiöse Überzeugung. Nein, ich habe Ihnen die Verse vom Koran zitiert. Was in Saudi-Arabien stattfindet, kann ich leider nicht unterschreiben. Und dass Frauen kein Auto fahren dürfen, steht nicht im Koran. Das hilft den Christen da aber nicht, dass sie es nicht unterschreiben können. Im Koran, dass Menschen, die friedlich auf andere Art und Weise beten wollen, umgebracht werden müssen. Das steht auch nicht so im Koran. Was damals gemeint war, waren Verräter. Und zwar damals, als der Prophet Mohammed gelebt hatte, ging es darum, entweder war man für ihn oder man war gegen ihn. Mhm. Wenn jemand ein aktiver Verräter gegen den Staat war, da war in Großbritannien auf Verrat, Hochverrat, gab es auch die Todesstrafe bis vor sehr kurzer jetzt Zeit. Darum 2012. Wir sind jetzt ganz genau. Das ist eine falsche Interpretation und das macht Saudi-Arabien. Damit, das kann ich auch nicht unterschreiben. Nein. Das heißt ist das eine falsche Interpretation? Denn das ist ja auch die grundsätzliche Frage, die ja hier natürlich dann gerne gestellt wird, ist tatsächlich, wie viel ist tatsächlich im Koran angelegt von der Art, wie er dann praktiziert wird in Saudi-Arabien, wie er praktiziert wird in Ägypten, wo unser die Christen Thema in der Tat... Ist nicht Frau Nein, Mechberger. Aber unser Thema ist, der, ist jetzt der das Islam ist und Thema, wie viel in der Religion... Ob Islam zu Deutschland gehört. Wie viel, aber diese Art, Nein, das ist gerade, damit man die Muslime als Gefahr zeigt. Und das ist die Hetze, die immer gemacht wird. Das ist die Sache. Wir reden über Deutschland, aber mit Verlaub, wir reden im Moment gerade tatsächlich, und das war die Frage, wie viel von den Gesetzen, die dann auch nach unserem Grundgesetz nicht akzeptabel sind, sind in diesem Buch angelegt. Das ist sagen, die Frage gewesen. Der Koran und der Islam passt 100% mit den Werten des deutschen Grundgesetzes überein. Sonst wäre ich nicht zum Islam übergetreten. Genauso wie zur amerikanischen Staatsordnung, zum englischen Grundsatz. Und als Muslim, man lebt die Scharia, aber es gehört zur Scharia, sich dem Grundgesetz des Landes zu unterwerfen, das anzupassen. Erst einmal, Frau Demirkan, würde ich gerne hören, aus ob Sie dem zustimmt. Aus welcher Suche entnehmen Sie das? Moment, die Frage war an Demirkan. Renan Demirkan. Aus welcher Suche entnehmen Sie das? Stimmt das? So sehen Sie das auch so? Natürlich ist das nicht richtig. Das wissen Sie genauso und das wissen Sie auch, dass der Islam eine eigene Welt hat. Diese Weltlichkeit als auch zu Recht, das ist auch in Ordnung, wenn sie bei ihrer Weltlichkeit und wie die katholische Kirche in ihrer Weltlichkeit bleibt und sagt, das ist für mich die einzig mögliche, in der möchte ich leben und kann mich mit der Außenwelt synchronisieren, in Respekt voreinander. Wenn das passiert, ist ja in Ordnung, ob Katholik, Jude oder Moslem, das ist egal. Passiert aber nicht überall. Der politische Islam, da haben Sie hundertprozentig recht, lieber Herr Bosbach. Und auch du, Michael, weil das ist ein politischer Faktor. Das ist ein Machtpolitik und die hat mit dem Glauben der Religion des Islams als friedensstiftende Religion in sich gesehen nichts zu tun. Lasst uns darüber nicht reden, aber wenn wir jetzt darüber reden über wollen. Über die Koranverteilung würde ich gerne reden. Über die Koranverteilung kann ich auch sehr, sehr gerne darüber reden, weil ich glaube, ein Buch an und für sich ist nichts Gefährliches. Et voilà. Es wäre nur schön natürlich, wenn wir umgekehrt 15 Millionen Bibeln in Saudi-Arabien und in Frankreich verteilen. Es gibt keine Christen in Mekka, damit sie Bibel verteilen. Warum wieder dieses Kehrtwende-Argument? Warum, wenn wir
Nee. Die interessante Situation ist eine andere. Dass hier nämlich ständig der Islam stigmatisiert wird. Richtig. Ich bin seit 62 hier in Deutschland. Ja. Und ich habe hier, ich werde einen Dreck tun und diese ganzen Sachen wiederholen, die ich hier gehört und erlebt habe. Das ist wohl wahr. Für keine Ethnie so viel getan und für keine Religion so viel getan wie für die versuchte Integration der islamischen Bevölkerung. Aha. Leider beobachten wir ständig die Ghettobildung, leider beobachten wir ständig derartige Predigten. Ich möchte kurz eines Herr Matusek, es ist unhöflich, das muss man leider wirklich sagen. Es ist Sie ein haben Unterbrechen. Eben selbst gesagt, mitteleuropäische Höflichkeit, wo ist sie bitte? Das habe ich gesagt. Mitteleuropäische Höflichkeit. Ich würde gerne, wenn Sie mir das gestatten, Michel Friedmann, der unbefangen ist, religiös, in dieser Frage sozusagen, das einmal fragen. Es steht in unserem Grundgesetz, dass die Religionsausübung in diesem Land frei ist. Das heißt, jeder hat das Recht dazu, ob er jetzt ein Jude ist, ob er ein Christ ist oder ein Moslem ist. Darf er also auch den Koran verteilen, millionenfach? Ist das Missionierung? Müssen wir das ertragen? Also ich finde es erstens eine Frage des Respekts, denn wir reden ja auch darüber, nicht nur in dieser Art der Kontroverse wie hier, dass die drei monotheistischen Weltreligionen an sich bereits ein zivilisatorischer Erfolg war zu der Zeit, wo Menschen früher noch Götzen angebetet haben. Dazu gehört auch der Islam. Es gab in der Tat Zeiten, auch in der Historie, wo der Islam Juden gerettet hat, in der Türkei, als die christlichen Kreuzzüge Juden massenweise abschlachten wollten im Namen Jesus Christus. Wir sollten aber aufhören mit diesem Aufrechnen, denn wir sollten aufhören auch in der Gegenwart mit dem Aufrechnen. Denn ich würde mir ja wünschen, dass wir das gute Vorbild für Saudi-Arabien bleiben. In der Tat eine schmutzige Diktatur, die die eigene Bevölkerung unterdrückt und andere erst recht unterdrückt. Wir leben ein anderes Beispiel. Und darum würde ich gerne unser Thema auf dieses andere Beispiel übertragen. Also die Tatsache, ob die Bibel, der Koran oder was auch immer in der Öffentlichkeit verteilt wird, ist ein legitimes Recht eines jeden Bürgers. Richtig. Ausrufezeichen, das ist Verfassung übrigens, und wir stehen doch alle auf dem Boden der Verfassung. Zweitens, ich warne davor, auch bei Ihnen, dieses Thema auch mit den Salafisten immer wieder zu verknüpfen, dass deswegen alle Muslime gemeint sind. Nein, die Muslime, die hier leben, lieber Herr Matusek, und das seit über drei Generationen, sind mittlerweile ein Teil dieser Republik. 4 Millionen Menschen leben hier mit diesem Glauben. Die meisten übrigens so unauffällig, so alltäglich wie andere Gläubige, anders als die Salafisten. 2 Millionen sind davon deutsche Staatsbürger. Das sind Menschen, die dieselben Rechten und Pflichten haben wie wir. Auch ich bin übrigens ein eingebürgerter Jude. Und deswegen kann ich uns nur raten, die Probleme offen zu benennen, jede Radikalisierung, jede Kriminalisierung, ob sie Moslem sind, Jude sind, Christ oder Atheist, gehört von der Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht behandelt. Alles andere ist im Rahmen einer Gesellschaft, in der auch radikale Thesen ausgesprochen werden können, etwas, womit wir umgehen müssen. Was ich nur bei Ihrer Bewegung nicht mag, und das will ich Ihnen offen sagen, ist, dass Sie junge Menschen, die nach etwas suchen, etwas anbieten, was radikal ist, was eindimensional ist und was sie letztendlich in ihrer Intelligenz beleidigt. Islam, das heißt, dass man Allah allein einzig anbetet, der Propheten, nein, das stimmt nicht. Salafia ist der Islam, aber authentischer Islam und nicht jeder, dass jeder nach seinem Kopf die Religion sozusagen malt. Und das ist die Sache, was Sie bis heute nicht verstehen. Haben Sie die Wahrheit? Die Sache ist nicht, ob ich die Wahrheit habe oder nicht die Wahrheit habe. Sie sagen, das ist die einzige Form der Religionsführung. Klar, Moment. Auch der Papst sagt, dass er die Wahrheit hat. Die Sache ist so. Lassen Sie uns nur ein Thema im Thema bleiben. Das Thema ist, dass wir hier in Deutschland als Muslime sind. Wir werden diskriminiert und unsere Rechte werden uns nicht gegeben. Man blockt unsere Integration durch einige Politiker, Sicherheitsbehörden
Einige. Und Salafisten? Und nein, Salafisten gibt es nur in den Köpfen und das ist so. Früher war das RAF, dann waren das die Extremisten, Terroristen. Gibt und es jetzt Salafisten? Nach vielleicht 10 Jahren. Ich muss jetzt einmal eines ganz kurz sagen. Es die Frage der Integration ist eine Frage, die wir besprechen wollen. Wir wollen aber... Herr Dabak, wenn Sie mir ganz kurz einen Einwurf noch gestatten. Ich glaube nicht, dass alle Muslime in Deutschland diskriminiert werden. Wo sie diskriminiert werden, müssen wir besprechen. Wir müssen aber erst einmal, Herr Matosek, weil mir sonst das Gesicht springt, zu Wort kommen lassen. Und ich würde Sie gerne mal, wenn ich darf, leiten. Nämlich auf die Frage, ob der Koran für Sie in Deutschland, wir reden über Deutschland, die gleiche Wertigkeit haben soll wie die Bibel oder nicht. Das ist eine wichtige Frage, wenn man fragt, darf man ihn verteilen? Frage. Es gibt dazu, es gibt zu den Moslems schon im Zweiten Vatikanum, Nostra Aetate, eine eindeutige Aussage, wo der Islam als Religion mit einer großen Wertschätzung behandelt wird und wo gesagt wird, und der Papst jetzt auch wieder in Deutschland, bei seinem deutschen Besuch, hat ja die muslimische Gemeinschaft besucht und mit der geredet. Und er wird nicht müde, immer wieder zu betonen, dass er die Frömmigkeit und die Gottesfurcht der Moslems hochschätzt. Aber er hat auch die Regensburger Rede gehalten. Und er hat auch in dieser Regensburger Rede gesagt, Vernunft muss dazukommen. Und die Westbank hat gebrannt. Aber nicht nur die Westbank hat gebrannt, sondern 131 islamische Gelehrte haben einen Brief verfasst und dem Papst gedankt für diese Rede und für diesen ersten Schritt zu einem Dialog. Ich möchte aber jetzt einfach mal ausreden. Es gab Gelehrte, die ihn kritisiert haben und solche, die ihn gelobt haben. Und er hat sich entschuldigt am Ende. Und er hat sich entschuldigt. Zum Thema, ob der Islam nach Deutschland gehört, das war eine opportunistische Floskel, die von opportunistischen Redenschreibern, von einem opportunistischen Präsident, für einen opportunistischen Präsidentendarsteller geschrieben wurde. Natürlich, darf ich bitte ausreden? Einmal ausreden und dann Frau Wacker. Kein Zweifel besteht darin, Herr Friedmann, dass wir 4 Millionen Moslems in Deutschland haben. Kein Zweifel. Darf aber erheblicher Zweifel daran bestehen, dass der Islam geschichtlich zu Deutschland gehört. Davon reden wir jetzt nicht. Aber ich rede von den... Sie wissen nicht, was Sie sagen. Ich habe niemanden... Sie weiß nicht, was er sagt. Ich habe keinem Moslem das deutsche Staatsbürgerrecht aberkannt. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Ich würde jeden Moslem gerne auffordern, sich an die deutschen Rechte zu halten. Natürlich. Und ich hätte gesehen, wenn heute Abend nicht nur eine Christin, die zum Moslem konvertiert ist, hier sitzen würde, sondern auch eine Muslima, die zum Christentum konvertiert ist. Ich habe eine Geschichte über Sabatina James gemacht, eine großartige Frau, die unter Morddrohung lebt, weil sie vom Islam zum Christentum übergetreten ist. Und das wird ausgelacht. Das gehört noch zu Hetze. Da soll jemand die Muslime ich muss jetzt mal ganz kurz hier sortieren, eingreifen. Lebt unter einer permanenten Morddrohung. Das ist der Punkt, den ich mache. Es gibt keine Beweise dafür. Das ist das Problem, Herr Friedmann. Das ist das Problem mit den Ghetto-Bildungen innerhalb Deutschlands. Das ist das Problem. Entschuldigung. Darf ich mal ganz... Ja, das möchte ich auch gerne sagen. Eins nach dem anderen. Das eine ist die Frage, wie wir mit einer Glaubensrichtung in Deutschland umgehen. Das andere ist die Frage, wie die Glaubensrichtung mit anderen Glaubensrichtungen in anderen Ländern umgeht. Wir machen mal eine Geschichte tatsächlich über die Konvertiten. Das haben wir schon einmal getan im Übrigen. Und wir werden es noch mal tun. Es hätte nur diesen Rahmen hier erst einmal gesprengt. Aber die interessante Frage ist ja tatsächlich die, Frau Bakker. Sie sind konvertiert zum Islam. Ich versuche jetzt mal einfach das herauszudestillieren, über das man reden kann. Nämlich die Religion.
diese Toleranz. Darum geht es im Kern, wenn man darum redet hier in Deutschland. Wir haben eine Toleranz, gilt die Toleranz nach den Worten des Koran auch für Andersgläubige. Also Sie sind übergetreten. Wieso sind Sie eigentlich übergetreten? Was war der Anlass für Sie persönlich? Die Toleranz absolut gehört zum Islam dazu. Was war denn für Sie persönlich der Anlass damals, aus dem Christentum zu konvertieren? Das war ein Grund, dass ich den Islam befürworten konnte und angenommen habe, weil der Islam tatsächlich die einzige Religion ist, die alle anderen Religionen befürwortet. Weil es ist ja auch die letzte Religion. Es werden Juden, Christen, Sabaier, andere Religiöse angesprochen und wertgeschätzt und es wird gesagt, sie werden ihre Erlösung erhalten. Es geht darum, es werden auch Aussagen getroffen zum Miteinanderleben. Der rechtschaffenste... Nein, ich darf mal kurz sagen, Michel Friedmann, einmal war die Frage zu es steht zum Beispiel im Koran, wir haben euch alle zu verschiedenen Völkern und Stämmen geschaffen, damit ihr euch kennenlernt. Der rechtschaffenste unter euch ist der Beste. Der Gotteswürdigste ist der Beste unter euch. Also dieses Zusammenleben, das Miteinander, das ist die Essenz des Islam. Außerdem die klare Botschaft. Ich war zuerst intellektuell angesprochen und fasziniert. Das Gottesbild ist ganz klar. Es geht um einen Gott. Die Christen haben sich verzettelt mit der Dreifaltigkeit. Nee, Juden überhaupt nicht. Es geht um einen Gott. Und wir sind allein verantwortlich für unsere Taten. Es hat nicht einer vor 2000 Jahren unsere Sünden schon mal von vornherein weggenommen. Nein, wir stehen gerade für das, was wir tun, für das, was wir sagen auch, für das, was wir denken. Würde man im Protestantismus aus dem Sinne kommen? Und wir haben diese direkte Beziehung zu Gott. Das ist natürlich die Mikro-Maus-Version. Respekt. Stundenlang natürlich, wir haben die Zeit nicht, aber ich habe hier mein Buch geschrieben. Nein. Kurz aussehen. Der Islam ist für mich ein Weg des Herzens. Ja. Und das habe ich in meinem Buch beschrieben. Ich würde Ihnen wirklich sehr ans Herz legen, noch einmal mein Buch zu lesen. Das wird Ihnen die Augen öffnen. Darf ich da was dazu ergänzend sagen? All das, was Sie sagen, ist richtig. Und es ist auch ein Stück weit eine Idealisierung natürlich der Religion. Der Grund, warum ich konvertiert bin, das war die Frage. Ich habe große Achtung davor. Das Intellektuelle, dass mir die Botschaft absolut gefiel. Das ist die Emotionalität, ist mir klar. Das war auch ein Grund. Das war der Grund, dass die Herzlichkeit der Muslime. Aber der wahre Grund war das Spirituelle. Fünfmal am Tag vor Gott stehen, sich entschuldigen, zu Gott beten. Dass Gott in diese Intensität, diese intensive Beziehung mit Gott, die habe ich im Christentum nicht gefunden. Verstehe ich. Einen Monat lang für Gott fasten im Ramadan. Darf ich für das Christentum mal eine Lanze brechen? Lesen Sie die Bergpredigt. Nehmen Sie das Hört auf, gegeneinander aufzurechnen, bitte. Und machen Sie nicht immer aus dem Christentum eine zurückgebliebene, fundamental verirrte Religion. Ein Prophet im Islam. Moses ist ein Prophet im Islam. Sie ist mit dem Islam. Wir wollen einmal eine Zäsur hier machen und einen Bundespräsidenten zu Wort kommen lassen. Wir wollen einen Bundespräsidenten einfach, damit wir uns auch einen Moment lang beruhigen. Das ist eine sehr lange Rede gewesen, die Bundespräsident Wulff dort gehalten hat. Die Bergpredigt ist viel schöner. Wir wollen aber den Teil tatsächlich, den wir jetzt diskutieren wollen, noch einmal hier zur Geltung kommen lassen. Bundespräsident Wulff. Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Ja. Frau Demmerkan, man hat Sie nicht gehört. Jetzt bitte nochmal. Habt ihr das gehört, was er gesagt hat? Genau das, Michel. Genau darum geht es nämlich. Das hier inzwischen. Es geht hier nicht um die Historie, nicht irgendetwas vor 2000 Jahren. Wir reden hier von der jüngsten Geschichte. Und wer das leugnet, der verhält sich im Sein, ist ausgrenzend, abgrenzend, das ist rassistisch. Stopp. In dem Moment, wenn Wahlplakate zugelassen werden, darf ich jetzt zu Ende reden? Sie haben sich doch eben so abgestrampelt. So ist das. Wenn so Wahlplakate ausgestellt werden und die auch noch durchgehen als demokratisches Bekenntnis, lieber, ich habe wirklich
Ja, ich weiß, lieber Herr Buschmann, ich habe an der Plakate Ampel gestanden und habe diese Pro-Köln-Plakate gesehen. Was habe ich denn mit Pro-Köln nein, zu tun? Ich will, na, ich rede Sie als... doch, ist doch kein Blödsinn. Komm, ich rede Sie darf ich jetzt mal das Argument zu Ende hören? Sie dürfen vergleichen, aber hier nicht. So, liebe Diskutanten, ich würde gerne Renan Demirkan zu Ende hören. Der sehr sympathisch ist als Politiker jetzt an, weil ich sage, schwillt Ihnen da nicht der Kamm, wenn Sie sehen, wie eine Partei, die sich zur Wahl stellt, ein Bild hinhält. Jetzt muss ich mal die Frage stellen. Ich will es aber auch beantworten. Ja, aber ich habe sie noch nicht mal gestellt. Nein. Ich habe sie ja noch nicht. Was seid ihr aufgeregt? Ich nicht. Ein Plakat an der Ampel. Ich habe Schnappatmung gekriegt. Eine verschleierte Frau, ganz duster. Dazwischen, daneben diese Kölner Moschee, auch ganz duster, wie Sonnenuntergang, Weltuntergang. Und das Ganze dämonisiert mit einem roten Strich dazu, das nicht wir pro Köln. Es wird ständig stigmatisiert und dämonisiert eine Gruppe von Menschen in unserem Land, das ist Rassismus. Schwillt Ihnen als Politiker nicht der Kamm und sagt, das will ich nicht. So, jetzt ist die Frage, ich sage mal ganz kurz, wo mir der, wo mir der Kamm schwillt. Bitte. Erstens bei der Gleichsetzung von Nationalismus und Patriotismus. Was habe ich mit Pro-Köln zu tun? Ich bin sicherlich ein überzeugter Konservativer, deswegen bekämpfe ich Rechtsradikalismus zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Das Zweite, mir schwillt der Kamm, wenn gesagt wird, wir werden hier diskriminiert und ausgegrenzt. Ja. Ich bin gerade über die innere Kanalstraße gefahren. Dort entsteht eine riesengroße, wunderschöne, neue Moschee. Wo sind eigentlich die großen Kirchen, die christlichen Kirchen? Nicht, stopp, es sind Kollegen hier im Kreis, die halten Monologe. Das möchte ich nicht, aber ich möchte den Gedanken wenigstens zu Ende bringen, auch wenn er politisch nicht korrekt ist. Nee, ganz im Gegenteil. Ich möchte gerne, dass Sie über die nicht vorhandene Diskriminierung in Deutschland sprechen, ohne dass Sie die Diskriminierung der Christen in anderen Ländern jetzt einmal ganz kurz thematisieren. Warum geht das nicht? Warum kann man nicht darüber reden, ob die Muslime in Deutschland diskriminiert werden oder nicht? Weil hier mittlerweile der Eindruck erweckt wird, die verfolgteste Religion ist der Islam. Nein, die verfolgteste Religion sind die Christen weltweit. Das ist die am stärksten verfolgte Gruppe. So, aber können wir bitte über Deutschland sprechen? Wenn ich sehe, welche Entfaltungsmöglichkeiten der Islam bei uns in Deutschland hat, ist es albern, so zu tun, als würde er diskriminiert und ausgegrenzt. Selbstverständlich gehören die 4 Millionen Muslime zu uns. Und der Islam ist auch Realität in unserem Lande. Wer will es bestreiten? Aber er ist nicht Teil der Identität unseres Landes in dem Sinne wie eine christlich-jüdische Tradition. Wir haben keine islamische Tradition in Deutschland. Das ist falsch. Herr Bosbach, Sie haben keine Ahnung von der Religion. Darf ich Herrn Bosbach noch eine Frage stellen? Herr Bosbach hat recht, dass er gesagt hat, dass er jetzt bitte reden soll. Darf ich mal ganz kurz eine Nachfrage ziehen? Wenn Sie Baller sind, sind Sie Baller. Ist das Sinn der Tatsache? Herr Frieden, ihr macht gerade für Muslime Das ist eine Diskussion, wer sich für Muslime dafür sollten Sie sich entschuldigen. Das ist eine Frechheit. So, wir wollen heute über Religion reden, aber wir wollen uns bitte nicht übereinander herfallen. Geht das, dass wir es einfach persönlich so halten, dass es keine Verletzungen gibt? Darf ich das jetzt einfach mal hier so festhalten? Sie sind doch nur wirklich ein Schmierenkomedian. Und zurück zum Punkt. Und zurück zum sachlichen Punkt. Sonst kommt hier keiner mit einem guten Ansehen aus dieser Sendung raus. Darf ich bitte Herrn Bosbach eine Nachfrage stellen? Und die lautet folgendermaßen. Wir haben angehört uns Christian Wulff, der gesagt hat, inzwischen gehört der Islam auch zu Deutschland. Sie sagen, historisch gehört er nicht dazu, haben ausgeführt, dass eben Moscheen in diesem Land stehen, dass jeder seine freie Religionsausübung tatsächlich nach dem Grundgesetz garantiert auch leben kann. Können Sie verstehen, dass es Muslime gibt, die sagen, alleine wenn man sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, ist das eine Diskriminierung? Können Sie das nur verstehen? Ich kann diese Argumentation gerne verstehen, wenn man Glauben mit Personen verwechselt. Ich tue das nicht. Ich differenziere zwischen den Menschen und ihrer religiösen Überzeugung. Ich beurteile im Übrigen Menschen in erster Linie nach ihrem Charakter und weniger nach ihrer religiösen Überzeugung, die ich ja beim ersten Anblick auch gar nicht kennen kann. Woher? Das ist zunächst einmal eine Glaubensüberzeugung, die ich weder zu kommentieren, geschweige denn zu kritisieren habe.
Aber dass es kulturgeschichtlich so ist, dass der Islam so zu Deutschland gehört wie die christlich-jüdische Tradition, das ist schlicht falsch. Wir haben keine islamische Tradition. Es sei denn, man sagt seit drei Generationen. Wir reden von heute. Gut, aber die Gleichstellung des Islam mit dem Christentum und mit dem Judentum für die Geschichte unseres Landes halte ich für unzutreffend. Deswegen, das ist keine Diskriminierung von Personen. Bitte, Frau Demirkan, das war der Dialog. Sie sind mir wirklich einer von den ganz Sympathischen. Deswegen frage ich Sie, und genau auf diesen Punkt fokussiert, wenn Sie so ein Plakat sehen und sagen, das gehört selbstverständlich in unsere Kultur heute rein, wenn das für Sie als Politiker noch also zulässig ist, diese rassistische, tendenziöse Wahlwerbung, können Sie das als politische, tatsächlich Wahl noch akzeptieren? Ja oder das nein? Das ist Rassismus, was da gemacht ja wird. Ja oder nein? Deswegen bekämpfe ich Sie doch auch politisch. Dankeschön. Gesellschaftlichen Konsens, den wir aus guten, natürlich auch aus historischen Gründen, beim Kampf gegen den Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus haben wir in dieser Form beim Kampf nicht gegen den Islam, sondern gegen den Islamismus und den gewaltbereiten Islamismus leider nicht. Gefährlich sind nicht nur die, die den Finger krumm machen, sondern gefährlich sind auch die, die den geistigen Nährboden für Gewaltakte und für terroristische Aktivitäten legen. Aber das sind die Brandstifter. Ja, so, genau, wir machen genau jetzt der Reihe nach die Wortmeldungen. Zuerst Herr Bach, dann Herr Friedmann, dann Frau Backe und dann Herr Matthäus. Bitte. Ich möchte bitte zwei Themen aufklären. Erstmal, Judentum, Islam und Christentum, sie kommen von dem gleichen Gebiet. Und Jesus war kein Deutscher. Jesus war kein Deutscher. Das kam alles von dort. Der war auch kein Jude, der war ein Muslim. Nein, er war ein Muslim. Vielen Dank für die Aufklärung. Das ist die erste. Das ist wichtig, weil manche vertuschen zwischen den Sachen. Das heißt, derjenige, der sagt, jüdische Kultur, muss auch sagen, dass es auch die islamische Kultur, weil Glaubensgrundsätze und Wertesystem bei Juden, bei Christen und bei Muslimen, das ist das Gleiche. Und wenn man sagt, Jude ist christlich, dann ist das auch hier in Deutschland islamisch automatisch. Das ist das Erste. Das Zweite, Sie haben über Koranverteilung. Das ist eine Übersetzung vom Koran und die Leute, sie verteilen das für die Leute. Lassen wir das Volk lesen. Entweder das Volk am Ende sagt, ja, diese Vorwürfe, die uns die Politik macht und die Presse macht, die stimmen. Oder da sagt man, das stimmt nicht. Lassen Sie das Leute lesen. Das ist das Problem. Ja. Das wird immer vermischt mit anderen Ländern, damit man rausrennt von der Debatte, die hier in Deutschland ist. Wo ist das Recht für eine Muslime, dass sie Bedeckung trägt, wenn sie arbeitet? Wissen Sie, was die Muslime von Problemen haben? Wir sind dankbar, dass man uns hier hilft, dass man uns hier beten lässt. Und wir sagen, wir danken diesen Leuten, die dafür sind. Aber haben Sie sich Sorgen gemacht um diese Muslime, die keine Arbeit bekommen, weil sie religiös sind? Haben Sie sich Sorge getragen für diese Kinder? Die haben keine Perspektiven in Zukunft und die werden immer diskriminiert, weil sie Muslime sind oder weil sie Türken sind. So. Haben Sie was für das Volk gemacht? Das ist immer Gerede und wir machen nicht. Die Politik hat versagt. Sie müssen zugeben. Und Sie wollen hier nur etwas machen. Herr Back, das ist sehr pauschal, aber wir möchten gerne die Antwort dazu haben. Millionen Muslime in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen, weil hier die Verhältnisse so dramatisch schlechter sind als in ihren Heimatländern. Das erfüllt doch den Tatbestand. Sie haben Libyen geholfen, Sie haben Gaddafi geholfen, Sie haben Mubarak. Herr Back, vielen herzlichen Dank. Nur ist jetzt die Frage, Sie haben gesagt, wir bleiben in Deutschland, wir halten einmal fest, dass der Vorwurf, die Politik hat versagt, sehr pauschal ist. Das kann man differenzieren. Es gibt bestimmt Teile, über die wir übrigens hier sehr oft geredet haben, Integration, was richtig gelaufen ist, was falsch gelaufen ist, dass die Politik komplett versagt hat, kann nicht sein. Sonst wäre es ja auch Frau Demirkan nicht hier, denn sie ist als Muslima in Deutschland durchaus nicht einer solchen Benachteiligung ausgesetzt gewesen, dass sie ein Berufsverbot gehabt hätte, ein Lebensverbot oder was auch immer da verboten. Wollen wir das mal festhalten, dass es nicht eine
komplette Benachteiligung. Ich bin diesem Land unendlich dankbar. Ich finde das hier toll. Ja, ich liebe es. Ich mag die Sprache, die Kultur. Und auch, dass wir hier streiten können. Ich würde trotzdem, wenn ich darf, auf diese gewalttätigen Jugendlichen nochmal kommen. Richtig, ja. Ja, weil das ist, ich glaube, das ist ein, und auch da müssen wir wirklich fair sein. Es ist vollkommen egal, ob das ein christlicher, jüdischer, ein salafistischer oder ein deutscher Jugendlicher ist, woher er auch kommen mag. Er sucht Bestätigung, Status und Macht, er sucht Identität, er sucht ein Ankommen, Anerkennung und eine Achtung. Wissen Sie, wie Menschen auf die Welt kommen? Wissen Sie das? Das Erste, was ein Mensch tut, wenn er auf die Welt kommt, nachdem er selbstständig atmet, ist der Griff ins Fell. Und das ist ein Urreflex von den Affen, weil wir Angst haben, fallen gelassen zu werden. Das heißt, das Erste, was wir suchen, ist Halt. Wir sind soziale Wesen. Das heißt, wenn diese Jugendlichen, jungen Menschen auf einmal auseinanderbrechen, es gibt keine Jobs, sie kriegen keine Ausbildung zu Ende, sie kriegen keine Unterstützung, dass sie weitermachen können. Sie brechen auseinander und sie suchen im Halt im Feld der Welt. Das heißt, sie suchen auch sich selbst. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob für mich, ob das ein salafistischer Jugendlicher ist, der auf einen kriminelle Deal-Akte macht. Er ist ein Krimineller. Es ist egal, ob das ein Jugendlicher in der U-Bahn ist, der einen anderen zusammentritt. Er ist ein Krimineller. Und es ist mir ziemlich scheißegal, ob der ein Hakenkreuz trägt oder ein Turban. Wir müssen davon weggehen, die Menschen zu separieren und sie in ethnische Abgründe auszugrenzen. Ich glaube, es sind soziale Probleme, die wir hier haben. Es sind soziales Auseinanderbrechen. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir diese Jugendlichen, woher sie immer kommen, rechtzeitig auffangen können. Michel Friedmann hatte sich zu diesem Punkt gemeldet. Auch kulturelle. Das ist richtig, will ich nicht unterstellen. Muss aber jetzt ausreden auch. Das sind auch kulturelle, mit allen Vor- und Nachteilen. Kommt man aus Elternhäusern, in denen beispielsweise die Frage der Gleichberechtigung nicht gelebt wird? Kommt man aus Elternhäusern, die dogmatisch religiös sind, egal welche Religion? Kommt man aus Elternhäusern, in denen Gewalt zur legitimierten Alltagskultur gehört und dieses auch noch religiös pseudo begründet, dann haben wir zwei Themen, die aufeinander prallen. Und deswegen, Frau Maischberger, diese ganze Diskussion ist ja auch so emotional und erhitzt, weil in der Tat Europa, aber auch vor allem dieses christliche Abendland Europa vor einer Herausforderung steht, die seit 50, 60 Jahren, aber in der Gegenwart immer deutlicher wird, nämlich der Islam ist denn nun ein realer Bestandteil der Gegenwart auch unseres Landes. 4 Millionen, 3,5 Millionen Menschen ist keine Quantité negligible mehr. Wir hatten die ersten Auseinandersetzungen, dürfen Moscheen in die Innenstädte überhaupt gebaut werden, in einem religionsneutralen Staat, ein Irrsinn. Wir haben die Diskussion, was bedeutet das? Das Fremde ist erst einmal Bedrohung. Salafisten geben uns Anlass zum Nachdenken, Islamisten übrigens auch. Die Staaten, in denen der Islam Staatsreligion sind, erst recht. Und trotzdem, wir müssen, ob wir wollen oder nicht, mit einer Realität leben und damit so umgehen, dass auch wir lernen, respektvoll miteinander als Vorbild umzugehen, Herr Matusek, wenn wir miteinander diskutieren. Nämlich, wie leben wir miteinander? Ich kann 2 Millionen Deutsche nicht ausweisen. Die meisten Muslime, die hier leben, die meisten leben hier genauso unauffällig mit ihren Alltagsproblemen wie wir alle, die wir hier sind. So. Und die Minderheit, sie ist übrigens leider keine kleine Minderheit, die das nicht tut. Mit der müssen wir rechtlich, wir müssen mit ihr politisch und wir müssen mit ihr kulturell umgehen. Es gibt keine Alternative. Ja, aber wir haben doch eine Frage, die Frage, die wichtige Frage. Also ich suche mit jedem einen Dialog, sonst ich sitze sogar mit Ihnen hier. Nein, aber Moment, es ist, setzen Sie bitte nicht Islam und Salafismus gemein. Doch, Islam ist Salafismus. Nein, das ist ja nicht. Ich verstehe das nicht. Das kann sein, dass Sie mir das sagen. Verzeihung, wir haben das schon geklärt. Es gibt einen Salafismus und es gibt eine Art, den islamischen Glauben zu leben, der so ist, wie Renan Demirkan das macht. Und wie Christiane Backer das macht. Ich glaube, die Mehrheit derjenigen, die uns zuschauen, würden kein Problem damit haben. Die haben keine Angst
vor Frau Demmerkan und auch nicht vor Frau Backer, wahrscheinlich auch nicht vor Herrn Dabak, aber Sie haben Angst vor jungen Männern, die prügelnd auf die Straße gehen. Um die, bitteschön, müssen wir uns kümmern. Und das ist die wichtige Frage. Sind die zu integrieren und wenn ja, wie? Wenn Sie netterweise dazu, Herr Matusek, was sagen wollen, dann gebe ich Ihnen gerne das Wort. Ja. Das Problem der Jugendlichen. Wissen Sie, ich bin ein bisschen müde geworden, dass ich ständig diese Viktimologie höre. Ständig diese Opferideologie, die speziell auf die islamischen Jugendlichen zugeschnitten ist. Es stimmt einfach nicht, dass die chancenlos sind. Mhm. Es ist leider die Tatsache, die Sarrazin in seinem Buch natürlich mit Recht. Publiziert hat, dass der Anteil unter Kriminellen in diesen Milieus bei islamischen Jugendlichen ganz besonders hoch ist. Wir haben in Deutschland. Weil sie sich selber ausgrenzen? Ja, da will ich gleich drauf kommen. Sie sind hier aufgewachsen. Wir haben durch den Islam nicht nur fromme Moslems hierher gekriegt, sondern wir haben plötzlich die Probleme mit Zwangsheiraten, mit Ehrenmorden bekommen. Wir sind gezwungen, in diesen Talkshows plötzlich feinste Unterschiede zu kennen zwischen Salafismus, Wahhabismus, Sunni, Schia und so weiter. Ehrlich gesagt, mir würde reichen, einen Unterschied zwischen Gewaltbereiten und Nichtgewaltbereiten. Darum geht es hier. Die uns aufgezwungen werden und die von außen kommen. Ich glaube, dass die Jugendlichen, dessen Jugendlichen am besten geholfen würde, wenn nicht dauernd diese Opern hier gesungen würden, sondern wenn klar gemacht wird, du kannst was werden, wir haben Anforderungen als Gesellschaft, wenn du Deutsch lernst, wenn du die Schule durchhältst, wird aus dir wahrscheinlich eine super Karriere. Wir stellen dir alle Möglichkeiten zur Verfügung, aber bitte nicht mit dem Messer stechen, wenn irgendjemand eine andere Meinung ist. Okay, so. Das wäre schon mal als Grundbesteck sehr gut. Frau Backer. Ganz im Ernst, Herr Matusek, ich als Muslime kann Ihnen erzählen, dass die Verletzungen nicht nur auf die Mohammed-Karikaturen abzielen, sondern die ganze Islamdebatte und schon seit vielen Jahren. Ich habe 95 meine Jobs in Deutschland verloren, im Fernsehen, als rauskam, ich bin Muslime. Es hat eine ganz schlimme, negative Pressekampagne, können Sie alles in meinem Buch lesen, gefolgt. Und ich habe im Handumdrehen meine Fernsehsendung verloren. Und ich habe eine goldene Kamera gewonnen und zwei andere goldene Autos und so weiter. Waren und toll. So. Ne, sehen Sie mal. Und ich habe nie wieder danke. Sie ist toller geworden. Und ich habe nie wieder eine vernünftige Sendung bekommen im deutschen Fernsehen. Das ist ein Thema. Aber diese Debatte, ich mache den Spiegel auf, schwarz, Islam, alles, die Farbe ist schwarz. Herr Todenhöfer hat da auch mal einen sehr lustigen Sketch drüber gemacht. Ja, die Mediendebatte, die wirklich seit zig Jahren hier in Deutschland geführt wird, ist verletzend. Ich bin verletzt dadurch. Ich lebe in London und die Debatte ist anders, ist etwas entschärfter. Prinz Charles, der Bürgermeister neulich, sagt auch, er möchte sich mit engagieren mit Muslimen. Das ist die Sache. I was in London. Können Sie das denn verstehen, dass es manchen schwerfällt, zu sagen, ja, das gehört auch zu uns, wenn es auch die radikale Ausformung gibt? Können Sie das verstehen? Ja, natürlich verstehe ich das. Ich bin leider am meisten unter den Radikalen, weil der ganze Islam wieder mal schlecht gemacht wird und wir wieder praktisch einen auf den Deckel kriegen in den Medien. Sarrazin-Debatte, Wulff, der das einzige wahre Wort mal gesagt hat, wurde fertig gemacht. In England, wie gesagt, Prinz Charles sagt, er möchte Führer von allen Religionen sein. Das brauchen wir. Ich sage Ihnen, darf ich mal einen kleinen Lösungsvorschlag machen? Bitte, das wäre schön. Ich würde mir wirklich wünschen, bindet die Muslime, stärkt den Islam der Mehrheit, bindet die Muslime an euch, sagt, erlaubt ihnen zu beten, erlaubt ihnen... Herausforderung, die wir uns alle kulturell stellen müssen, Zeit braucht, dass wir Geduld brauchen. Richtig, wir haben mittlerweile Minister,
mit muslimischem Glauben. Mhm. Wir haben mittlerweile Abgeordnete, wir haben mittlerweile in Firmen, mittlerweile würden sie nicht rausgeschmissen werden in einer Fernsehsendung, weil sie muslimischen Glaubens sind. Das ist das eine. Das andere aber ist, und da bin ich genauso eindeutig, und das vergleiche ich nicht mit den Muslimen in Deutschland. Alles, wo der Koran und der Islam missbraucht wird, damit Politik, Ideologien und Menschenfresserorganisationen wie die Salafisten junge Menschen ihrer Not abholen und abdriften lassen, da ist mir völlig egal, ob das Nazis sind oder Salafisten, bei mir ist ein klares Nein. Wir müssen an dieser Stelle müssen wir diese heutige Diskussion beenden. Es gibt einen Auftrag sicherlich an die Behörden, der schwierig genug ist, nämlich den radikalen Teil, der gewalttätig wird, der verfassungsfeindlich ist, zu unterscheiden von dem, der eine krude Glaubensausrichtung, aber harmlos lebt. Das ist in der Tat eine Aufgabe für den Staat, eine Aufgabe für die Gesellschaft. Das ist das, was wir heute versucht haben, in einer sehr kurzen Zeit, sich aneinander zu gewöhnen, einander zuzuhören, das hat ja prima respektvoll zuzuhören und ausreden zu lassen. Ja, und der Verfassungsschutz entscheidet, was Islam ist und was nicht Islam. Soll ich Ihnen ist? Was sagen? Ich hatte versucht, einen persönlichen Schluss zu bekommen. Ja. Das ist jetzt mit Ihrer Hilfe nicht ganz gelungen. Ich glaube trotzdem, dass wir es auf diesem Weg weiter versuchen müssen, nämlich das Miteinanderreden ist durch nichts zu ersetzen, weil man es sonst nicht versteht. Wir haben heute einen Anfang gemacht. Ich sehe, das ist eine Debatte, die wir weiterführen werden und müssen. Ich danke Ihnen, dass Sie es heute mit uns hier getan haben. Herzlichen Dank an meine Gäste. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Nächste Woche sind wir nach einem Fußballspiel dran. Auch unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Deswegen kümmern wir uns um das, was kommt, den Fußball. Mit Rolf Töpperwien, Kai Pflaume und Mareike Amado unter anderem. Schönen Abend noch.